In dem heutigen Tutorial werde ich dir einmal zeigen, wie du nahezu alles verjazzen kannst. Ich zeige dir das anhand des Stücks Kumbaya, My Lord. Du findest dort eigentlich einfache Dreiklänge und wie du daraus Jazzklänge machst. Ja, wie man das Ganze im Fachjargon nennt man das Reharmonisieren. Ja, also wie du das reharmonisierst, werde ich dir zeigen. Bleib also dran. Hey Marcel hier von Modern Music. Willkommen zu einem weiteren Video. Und wenn du zum ersten Mal hier bist und lernen möchtest, Klavier zu spielen, dann start jetzt gleich und abonniere den Kanal. Vergiss auch nicht, die Glocke zu aktivieren, um keine Videos zu verpassen. Lass uns direkt mal mit der Grundfassung von Kumbaya, My Lord starten, bevor wir in die Reharmonisierung gehen. Und zur Erinnerung, die Noten findest du wie immer im YouTube-Mitgliederbereich. Den Link dazu in der Videobeschreibung. Also, was sehen wir? Wir sehen in dieser ersten Zeile ein C-Dur-Akkord, ja? Ein F-Dur-Akkord, dann wieder ein C-Dur-Akkord. Das Ganze können wir in Grundstellung spielen und in der rechten Hand starten wir ja, bei diesem C hier. Und dann machen wir das mal langsam, wirklich langsam zusammen. Achtung! Und C zum F zum C. Können wir nochmal anschlagen, wieder den Auftakt. Weiter, nochmal C, zum F, F, C und zum G. Sehr schön. Jetzt können wir hier G7 spielen. Gut, und zum C wieder. Zum F, und zum C. Dann können wir das F spielen und das C. Und dann. Ja. So sieht das Ganze aus. Also, wenn du schon ein bisschen Erfahrung mit Akkorden, Grundstellung hast, dann kannst du das Lied eigentlich ziemlich easy abspielen. Denk einfach dran, du spielst links drei Klänge in Grundstellung und rechts ganz easy die Melodie dazu. Wie sieht das jetzt aber aus, wenn wir das Ganze verjazzen wollen? Ja? Und dann tun wir in der Regel nichts weiter, als diesen Akkorden kleine oder große Siebenen hinzuzufügen. Septimen sagt man. Ja? Das ist ein Intervall. Und das würde bei diesem C-Dreiklang, den wir am Anfang spielen, dann folgendermaßen klingen. Ich muss dann mit meinem Daumen dieses, schau mal, dieses H draufsetzen. Das ist die große 7. Ja? Und du hörst schon, das klingt deutlich jazziger. Beim F ist es ähnlich. Spielst du auch wieder dein Grunddreiklang plus das E, das ist die große 7. Also auch hier ein Major 7-Klang. Ja? Und dann haben wir. Zurück zum C Major 7. Und du hörst schon, das gibt einen ganz anderen Charakter. Ja? Wenn wir jetzt weitermachen in der nächsten Zeile, bleiben wir bei diesem C Major 7 und jetzt gehen wir aufs F Major 7. C Major 7 und jetzt gehen wir nicht auf ein G Major 7, denn schau mal, das G Major 7 wäre so, das hätte dieses Fis drin. Da wir in C Dur aber kein Fis haben, ja, das Fis kommt in G Dur vor, ja, setzen wir das Ganze noch einen Halbton tiefer und spielen einfach einen dominant Sept Akkord mit der kleinen 7, ja, also ein F. Ja. Dann haben wir ein wunderbares G7. Das klingt an dieser Stelle wunderbar. Wenn wir hier nochmal von diesem F Major 7 runterkommen. Na, hörst du? Kann man durchaus spielen. Dann wieder den Aufgang. Wir bleiben bei G7. Zum C Major 7. Gut. Zum F Major 7. Zum C Major 7. Und dann zum F Major 7. Zum C Major 7. Zum G7 wieder hier und zurück zum C Major 7. Wenn du der Meinung bist, dass wir beide, du und ich, mal zusammenarbeiten sollten, ja, wenn du also Bock hast auf 1:1 Piano-Coaching, ja, wenn du modern Klavier spielen möchtest, Jazz, Piano, Pop, Piano, dann bist du hier auf jeden Fall richtig. Klick dazu auf den Link in der Videobeschreibung, füll das Formular aus und ja, jemand aus meinem Team oder ich selbst melden sich dann bei dir und ja, wir quatschen einfach mal, wie wir zusammenkommen können. Um das Ganze jetzt noch jazziger zu machen, fehlt uns noch eine Sache und das ist immer die Rhythmik am Ende. Ja? Wenn man jetzt natürlich einfach die Akkorde liegen lässt, ja, ist das ganz cool. Aber wenn man da so ein bisschen Drive reinbringt und zwar vielleicht.
Ja? Das heißt, du siehst schon, meine linke Hand, die spielt immer so ein bisschen dazwischen in den Offbeat, sagt man im Jazz, ja, auf und, ja, ja, das, der Jazz, der ist nicht gerade auf den Zählzeiten, sondern so ein bisschen versetzt, ja, das muss einfach so ein bisschen swingig werden. Und dann bin ich sehr gespannt, wie deine Version am Ende klingen wird. Achtung! So könnte eine rhythmisierte Jazz-Version aussehen. Probier dich da aus. Die Hits müssen jetzt nicht genau da sein, wo ich sie gespielt habe. Ich fand das in dem Moment jetzt einfach mal ganz cool. Das ist so eine Richtlinie, danach kannst du gehen. Du kannst aber auch gerne immer experimentieren. Und dann sage ich immer, das, was für dich in deinen Ohren irgendwie schön und gut und ja, irgendwie rhythmisch klingt, das ist richtig. Wenn du jetzt Bock hast, direkt weiterzumachen, dann check doch mal meine Pop-Piano-Tutorials aus und ja, denk auch dran, in der Videobeschreibung findest du den Link zu meinem kostenlosen Klavierkurs. Wenn du da etwas mehr in die Tiefe gehen willst, dann würde ich mich freuen, dich dort zu sehen. Wie dem auch sei, ich sage bis dahin, dein Marcel von Modern Music.